Hui. Fong. Hä? Ey Leute, schaut euch das mal an. Ey, das gibt's doch nicht. Natürlich ist dieses Ei roh. Meine Lieben, hier ist einmal mehr der Saar. Und ich frage mich wirklich, was ich heute eigentlich reviewen soll. Ich meine, ihr wisst es natürlich schon vom Titel und vom Thumbnail. Aber ich weiß es nicht. Ich könnte vielleicht diesen getrockneten Hecht hier probieren. Aber das interessiert wahrscheinlich niemanden. Solenobialienaja aus Binnenfischerei. Naja, der schaut auch nicht so erfreut. Dem ist wohl was über die Kiemen gelaufen. Naja, ich denke, ich werde erstmal dieses kleine Getränk hier probieren, das mir ein sehr lieber Abonnent geschickt hat. Ich kann mir keinen Reim drauf machen, was das ist. Salvus Mineralwasser Regina? Kommt mir sehr spanisch vor. Sieht aus wie Campari ein bisschen. Wobei es ist auch ein bisschen orange. Was ist das? Eine Limonade, ne? Prickelnde Brause mit feinem Orangengeschmack. Das Original seit 1908. Wenn ich mal ganz ehrlich sein soll, das sagt mir überhaupt nichts. Regina, aber es riecht halt zitronig. Da ist schwarze Johannisbeere drin. Und die ist dann orange oder was? Karotten, Zitronen und Safflorblüten, also das Färberdistel ist auch drin. Säurungsmittel, Zitronensäure und natürliches Aroma. Es riecht eigentlich wie eine Zitronenlimo. Schmeckt auch so. Also das einzig Besondere scheint irgendwie die Farbe zu sein. Ist aber lecker, nicht so süß. Ja, da ist ein bisschen weniger Zucker drin. Also was soll ich reviewen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich hole mal die Review-Box. Moment. Hier ist Gletscherbrise, Schnupftabak von Ralf, Maiklöschen von Leimer, die Hui Fong Sriracha-Soße, dann Erbswurst, unten ein Schnapspaket mit lauter Schnapsminiaturen, Taste Religion Soßen, was auch immer das ist. Ich weiß nicht mal, ob es Grillsoßen sind oder Vanillesoßen oder keine Ahnung, irgendwelche Soßen sind es. Von einem Hersteller wurde das mir geschickt. Und hier ein leckeres Ramen. Ich denke, ich probiere heute mal die Original Hui Fong Sriracha Soße. Die es bei uns nirgends gibt, aber die wurde mir netterweise zugesendet von Phil Dodo. Hier ist das Unboxing-Video. Außerdem hat mich noch eine Tüte aus Bosnien erreicht. Deren Inhalt wird auch noch enthüllt werden. Aber jetzt bin ich mal sehr gespannt auf diese Soße. Also dieser David Tran, der die Soße erfunden hat, der ist ja berühmt. Der wird, wo er auftaucht, von tausenden Menschen empfangen und beklatscht und was weiß ich. Bin mal sehr gespannt, wie die Soße schmeckt. Allerdings gab es eine Rezepturänderung, beziehungsweise bei der wichtigsten Zutat gab es eine Änderung, nämlich bei den Chilis. Die werden nämlich seit ein paar Jahren von einem anderen Farmer hergestellt, also von einem völlig anderen Betrieb, der die Chilis anbaut. Und ich kann jetzt nicht beurteilen, ob sie anders schmeckt als früher. Aber ich bin sehr gespannt, weil es ist nämlich, so viel ich weiß, von der westlichen Version der Sriracha-Soße in Thailand schmecken die ja ein bisschen anders. Ist das die bekannteste und die meistverkaufte? Wie gesagt, bei uns gibt es nur die Flying Goose, da habe ich ja alle Sorten sogar probiert. Und jetzt wird diese hier getestet. So, dazu habe ich mir mal drei Eier vorbereitet. Natürlich ist dieses Ei roh. Nein, ich bin doch nicht Rocky Balboa. Müsste ich aber auch mal machen. Ein Video, wo ich mal ein rohes Ei wie Rocky Balboa trinke. Muss ich mal schauen, ob mir das die 20 Likes wert ist.
Wobei man kann sich seine täglichen 20 Likes auch auf andere Weise verdienen. Ah! Das Ei ist noch schön warm. So schmecken die am besten. Also so ganz kalt oder 2 Tage alt schmecken die hartgekochten Eier nicht mehr so gut. So, jetzt werde ich nochmal meine altbekannte Flying Goose Original testen, damit ich nochmal ganz gegenwärtig habe, wie die schmeckt. Weil die kenne ich am besten. Nicht wirklich scharf, sehr sauer. Knoblauchnote ist sehr präsent. Wie sieht es eigentlich mit den Zutaten aus? Ey Leute, schaut euch das mal an. Ey, das gibt's doch nicht. Hä, das gibt's doch nicht, dass da null Kohlenhydrate drin sein sollen angeblich und null Zucker. Das stimmt doch überhaupt nicht. Also wenn ich, da habe ich doch bestimmt 20% Zucker drin in der Soße und hier steht 0% Zucker, 0 Gramm Zucker und alles. Das kann nicht sein. Hier bei der Flying Goose, da steht 22 Gramm Zucker pro 100 Milliliter. Und hier steht 0%. Aber das habe ich schon öfters gehabt bei osteuropäischen und bei asiatischen Lebensmitteln, dass diese Tabellen nicht richtig ausgefüllt sind. Aber so krass habe ich das noch nie gesehen. Also 0% Kohlenhydrate. Also nur Sodium steht da drin. Also Salz, ne? Also Nährwerte können wir schon mal nicht vergleichen. Aber die Zutaten, wobei wer weiß, ob das überhaupt stimmt, was hier drauf steht. Chili, Zucker. Oh, dann kommt hier Wasser bei der Flying Goose und hier kommt Garlic, also Knoblauch. Dann ist hier anscheinend mehr Essigsäure drin, kommt mir zumindest mal so vor von der Reihenfolge. Und da ist auch mehr Knoblauch anscheinend drin. Oh, auch sehr interessant, hier sind keine Geschmacksverstärker drin bei der Hui Fong. Und Konservierungsstoffe sind in beiden drin. Also insgesamt ist diese Soße hier mit weniger Zutaten und ohne Geschmacksverstärker. Von der hier gibt es auch eine Variante ohne Geschmacksverstärker. Habe ich alles getestet. So. Und jetzt probiere ich mal noch die Schafe von Flying Goose. Also ich finde die eigentlich nicht scharf genug, ne? Ich werde sie mir wahrscheinlich nicht mehr kaufen. Ich bin auf der Suche nach einer schärferen Sriracha-Soße. Die ist deutlich dunkler. Also die hier heißt extra hot. Ah, die ist vielleicht 50% schärfer wie die. Vielleicht doppelt so scharf, aber es ist immer noch nicht wirklich scharf. Also für mich ist es nicht scharf. Und übrigens, ich werde auch noch die Tabasco-Soße demnächst probieren. Ah, doch, die ist schon deutlich schärfer, ja. Also die entspricht schon eher meinem Geschmack, könnte aber noch schärfer sein, ja. So, neutralisieren wir mal mit Regina Brause. So, und dann öffnen wir ein weiteres Ei. Und dann kommt der große Moment. Also, die Flying Goose, die schmeckt eigentlich auch hauptsächlich nach Knoblauch, muss man sagen. Da ist nicht viel Chili-Eigengeschmack, so finde ich jetzt. Ja, es schmeckt ein bisschen paprikaartig oder so, aber der Knoblauch steht im Vordergrund und die Säure auch. Oh, das wird nicht so schön. Moment. Ich habe noch eins. Ich hätte sie wohl erschrecken sollen. Dann würden sie sich leichter schälen lassen. Ah, das ist schon besser. Okay, jetzt geht's los. Erstmal skalpieren und ein erster Sniff. Aha. Die riecht so leicht fermentiert, aber die ist nicht fermentiert, ne? Da kommen frische Chilis rein. Riecht auf jeden Fall mal völlig anders, ja. Riecht nach Knoblauch, aber nach aromatischerem Knoblauch irgendwie. Nicht nur nach der Knoblauchessenz. Aha, sie besitzt eine Standfestigkeit
Es könnte Dr. Oetker Sahne steif drin sein. Nee, das wird halt das Xanthan sein. Deutlich Knoblauch. I put Sriracha on my Sriracha steht hier drauf. Also schärfemäßig muss ich sagen, bin ich auch hier enttäuscht. Jetzt nehme ich mal mehr. Also da merkt man ja fast keine Schärfe. Da sind grobere Partikel drin. Ich denke, sie hat ein bisschen mehr Chili-Geschmack, ja. Sie ist ein bisschen aromatischer als die beiden hier. Ja, Schärfe kommt, aber ich habe jetzt auch eine große Menge genommen. Also ich finde sie gut. Ich muss sagen, von der hier habe ich auch so ein bisschen einen Überdruss bekommen. Die habe ich eine Zeit lang zu viel verwendet. Jetzt würde ich auch sagen, dass die mir ein bisschen besser schmeckt. Aber sie haut mich jetzt auch nicht so vom Hocker, dass ich jetzt sagen würde, ich hole mir die jetzt die ganze Zeit und ich brauche die unbedingt. Eine sehr gute Soße mit 0% Zucker. Hier oder hier weitere Videos von mir. Macht's gut, Leute. In nächster Zeit werde ich sehr viel Ei essen, glaube ich. Ciao, Leute.